Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Planet Crafter. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge, oh warte mal, jetzt habe ich zu viel gebaut, warte mal, 1, 2, 3. Wir haben in der letzten Folge ein paar Raketen in die Luft gejagt und genau das gleiche werden wir zu Beginn dieser Folge jetzt auch wieder machen. Wir werden die ein oder andere Rakete in die Luft jodeln und dadurch unseren Progress ein bisschen pushen. Jawohl. Das heißt, wir holen uns auch noch einen Baumsamen. Hier, eine Baumrinde besser gesagt. Wir nehmen uns noch einen Lirma-Samen mit. Und wir brauchen noch einen Dünger. So, und ich glaube, jetzt müssten wir genug Space für alle drei Raketen haben, dass wir die nochmal nach oben jagen können. Damit wir nochmal ein bisschen Uran bekommen und nochmal ein bisschen Stuff. Ich glaube, da sollten wir jetzt good to go sein. Und dann würde ich sagen, jodeln wir als allererstes die Pflanzenrakete nach oben. Hier, zack, Pflanzenrakete bauen und Pflanzenrakete hochjallern. Tschüssi! Wonderful. Sehr gut. Dann nehmen wir als nächstes die Uranrakete, würde ich sagen. Wenn der Stuff dann hier wieder runtergeballert kommt, ich glaube, das ist ganz gut. Da können wir nämlich das neue Uran rausnehmen. Wir können die auch schon mal bauen eigentlich, ne? Hier, Uran, gib ihm. Und hoch damit. Ich hoffe, man muss nicht warten, bis die eine Rakete fertig ist. Sondern kann tatsächlich beide nach oben schießen. Das weiß ich halt nicht, ne? Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das kein Problem ist. Oder ist erst das eine Event und dann kommt das andere erst? Das kann natürlich auch sein. Okay, ist das erst das eine Event und dann ist das andere. Okay, das ist okay. Das ist fair. Dann gehe ich mal ganz kurz Sauerstoff aufladen. Und dann müssen wir gleich mal genauestens beobachten, wo die ganzen Sachen runterkommen. Zack. Ich überlege gerade, ob wir uns eine Sauerstoffflasche basteln. Machen wir mal, komm. Lass mal eine Sauerstoffkapsel bauen. Besser ist das, weil... Ja, nicht, dass ich dann doch wieder den Sauerstoff vergesse und wir sind dann tot. Okay. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt gebuggt. Das wäre schlecht gewesen. Okay, das kommt ganz schön auf uns zugeflogen hier, ne? Hello, my dearest friend. Ja, da vorne kommt noch was runter. Na, gehen wir mal gucken. Wow! Alter! Krass! Okay, das war irgendwo über uns. Geil. Da kommt auch noch was geflogen. Ja, wunderbar. Okay, dann ich gehe schon mal gucken, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr. Ich bin so süchtig nach Uran, Alter. So, wo haben wir denn hier? Da kommen wir nicht dazwischen, leider. Hier kommen wir auch nicht. Hier, warte. Oh ja, geil. Nice. Ist da noch eins? Nee. Fake-Anzeige. Da haben wir auch noch eins. Super geil. Und ich glaube... Ja, hier drunter ist wahrscheinlich noch irgendwo eins, ne? Da kommen wir... Ah, guck mal hier. Da drunter kommt man aber irgendwie nicht so wirklich hin, ne? Hier vorne, da... Kommen wir von der anderen Seite vielleicht dran? Warte mal. Ich sehe das dann auch leuchten. Lass mich da rein. Okay, kommen wir leider nicht dran. Schade. Kommen wir von hier vielleicht? Okay, man kann sich leider auch nicht bücken. Schade. Haben wir noch Wasser dabei? Nee, haben wir nicht. Okay, pass auf, dann gehe ich kurz zurück. Dann schaffen wir das mit dem Sauerstoff auch, das ist gut.
Da können wir uns auf dem Weg noch eine Wasserflasche mitnehmen. Da müssen wir mal schauen. Da hinten ist, glaube ich, noch was runtergekommen. Da gucken wir gleich mal. Da sehe ich es auch schon grün leuchten. Und da vorne, glaube ich, auch noch irgendwo. Müssen wir gleich mal schauen. Aber wahrscheinlich hier unten wieder. Oh, guck mal, die Blumen hier. Oh, wie schön. Ist das geil oder was? Richtig schöne Blümchen. Toll. Es kommt Natur hier rein. Das ist doch schön. Wasser. Zack, 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 zack. Ist hier unten auch was gelandet? Zumindest wird nichts angezeigt. Da vorne sieht es doch so aus. Die ganzen Felsen da oder sind die da immer? Oh, man sieht den Wasserfall von hier aus. Guck mal. Oh, das Biom da drüben ist so toll, ne? Oh, ich würde da fast vielleicht sogar die Schmetterlingsfarm hinbauen, die wir irgendwann mal bekommen. Ich würde fast überlegen, ob man da hinten nicht die Schmetterlingsfarm hinbaut. Bin ich ganz ehrlich zu euch, das wäre voll geil. Die Schmetterlingsfarm würde ich da hinten echt fühlen. Aber wird das hier ein bisschen grüner auf dem Boden? Hier so? Guck mal, siehst du die Farbe hier? Das sieht doch so... Da vorne liegt übrigens noch ein Iridium, habe ich gerade gesehen. Ich habe dort Leuchten gesehen, nicht? So, gehen wir mal gucken. Ah ja, guten Tag. Vielen Dank. Dankeschön. I take everything of this. Ich glaube, das ist nur dieser große Klumpen, der immer leuchtet, ne? Das heißt nicht, dass da noch irgendwo was drunter ist. Ich glaube, da, das bedeutet gar nichts. Das ist einfach nur dieser dicke Klumpen, der leuchtet und ich glaube, da ist auch nichts mehr. Okay, lass uns mal ganz kurz schauen. Wir gehen mal kurz da drüben nochmal hin. Ich habe da gesehen, da liegt noch ein Iridium vor uns. Das holen wir uns. Waren wir eigentlich in der Höhle da hinten? Ich glaube, wir waren noch nicht in dieser Höhle da hinten. Vielleicht sollten wir das mal nachholen. Ich meine, wir haben... Ein bisschen Platz haben wir. Wir haben eine Sauerstoffflasche dabei. Lass mal gerade gucken gehen. Hat es hier nicht auch noch grün geleuchtet? Ah. Da ist noch eins. Hey, 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 hey. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich rette dich. Komm her, ich rette dich. Ich helfe dir. Komm in mein Däschle. Oh, wir können hier nochmal Sauerstoff auffüllen. Ja, geil. Was ist hier eigentlich noch drin, ne? Lürremasamen. Okay, die müssen wir mitnehmen. Waren wir hier auch komplett drin? Wir müssen das nochmal abchecken. Ne? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir da komplett drin waren. Ich meine aber, hier hinten war eine Eisschicht gewesen und die müsste mittlerweile auch geschmolzen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, das war mit dem Sprengstoff. Okay, never mind. Ja, brauchen wir nicht hingehen. Easy. Da brauchen wir nicht hingehen. Da vorne kommen wir nicht weiter. Da müssen wir erst Sprengstöffle bauen. Dann lass uns doch mal gerade hier reingehen und die Sachen hier noch mitnehmen. Zack. So, was man hat, hat man. Wie gesagt, da müssen wir aber nochmal schauen gehen, ob wir da schon wirklich zu 100% alles gelootet haben. Könnte sein, dass wir da noch ein bisschen Stuff haben liegen lassen, den wir gesagt haben, oh, holen wir später oder so. That's possible. That's very, very possible. Okay, dann lass mal gerade ganz kurz noch die Iridium-Rakete losschicken. Dann kann die auch noch hier runterknödeln. Was mich mal interessieren würde, wenn wir jetzt das Iridium nicht sofort aufsammeln. Die spawnt das dann irgendwann? Oder bleibt das liegen, bis wir es aufsammeln? Oder bleibt das so lange liegen, bis wir die nächste Rakete losschicken? Das würde mich mal interessieren. Ey, guck mal, hier wird es doch grüner. Siehst du das? Ich glaube, der Moosbefall fängt langsam an. Ich glaube, hier moost so langsam ein bisschen was zu. Was ich sehr cool finde. So, dann haben wir Iridium. Superlegierung. Den Iridium Stomp, den können wir mal hier lassen. Dann haben wir noch ein paar Samen. Zack. Ja, und noch ein Raketentriebwerk. Also eine Rakete, eine Random-Rakete könnten wir noch bauen. Müssen wir mal gucken, was wir als nächstes noch ballern. Wir könnten, theoretisch gesehen, uns da vorne noch ein paar Algengeneratoren hinstellen.
Dafür brauchen wir aber Bio-Kunststoffklumpen. Was haben wir denn dafür nochmal gebraucht? Das war hier, ne? Ah, Bilse. Okay, pass auf, folgendes. Ich nehme die mal alle mit. Alter. Bruder. Das hat aber ganz schön gescheppert. Ich nehme die mal mit. Und würde vielleicht jetzt nochmal eine Ladung Pilze da reinballern. Ich glaube, man konnte die Samen ja random einfach wieder rausnehmen. Genau, und konnte die neu reinmachen. Ja, genau. Das heißt, raus und rein. Raus und rein. Raus und rein. Perfekt. Dann lass uns da nochmal ein paar Pilze anbauen. Und das Zeug packe ich jetzt einfach mal bei den Samen hier wieder mit rein. Und die Aubergine packe ich mal da mit rein. Dann nehmen wir uns mal ein paar Pilze mit. Was haben wir nochmal gebraucht? Fuck, ich hab's vergessen. Für den Biokunststoff. Wasser und Silizium. Sollten wir haben. Wasser. Und Silizium. Tobi, es triggert mich voll, dass du immer mehr Materialien mitnimmst. Nimm doch bitte nur das mit, was du brauchst. Das macht mich aggressiv. Ich find's immer interessant, wovon sich die Leute immer triggern lassen. Das ist... Mein Gott. Was ist los mit den Leuten? Boah. Pass auf. Wir brauchen noch Dünger. Haben wir da noch zwei Stück? Jo, zwei Stück haben wir noch, genau. Dann brauchen wir Wasser, Magnesium und zweimal Superlegierung. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir packen gerade mal das Zeug hier rein. Das nehmen wir uns gleich wieder raus. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Nice. Machen wir den Stuff wieder raus und dann können wir losgehen. Ja, wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir das Silizium, das Iridium hier finden, was wir hier in die Atmosphäre gejagt haben. Können wir ja gerade mal machen, wenn wir die Algengeneratoren gesetzt haben. Können wir das mal eben kurz machen und gucken, was da so los ist. Da vorne, glaube ich, ist was hingefallen. Da unten ist was hingefallen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, das kriegen wir schon hin, gell? Ich hab Magnesium vergessen. Können wir das hier sammeln? Nee, ne? Doch, warte mal, hier ist eins. Guck mal. Nimm mit. Wir finden hier doch bestimmt noch eins, oder? Ja, guck mal, da ist noch eins. Geil, ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Eins war das, ne? Und ich habe keine Wasserflaschen dabei. Hm, warte, wir können gleich noch eine mitnehmen. Okay. Ah, ich hatte vorhin Wasser mitgenommen, aber wir haben das für den Biotreibstoff gebraucht. Aha. Für den Bioklumpen, so rum. So. Ja, das kann man ruhig hier schon in die Mitte setzen, dass das auch wirklich einen Effekt hat, ne? So. Und dann bauen wir noch einen und setzen den dann einfach mal hier hin. Da. Cool. Und dann nehmen wir das Iridium mal mit. Ist es, guck mal. Oh ja. Space Gold. So. Da auch. Hier ist sonst nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da vorne liegt noch ein Uran. Ansonsten kann es natürlich sein, dass hier irgendwo drunter noch ein Iridium liegt. Da müssten wir dabei Gelegenheit nochmal gucken kommen. Das nehmen wir noch mit. Dann haben wir da vorne, glaube ich, noch irgendwo Uran hingepimmelt gehabt. Da liegt, glaube ich, noch was, oder? Nee. Dort ist was anderes. Da ist noch was hingefallen. Hä? Okay, krass. Lol. Into the water. Oh, this is aber... This is very selten. Nein, jetzt kriege ich das nicht, oder was? Ah, geil. Into the water.
Why is the water contaminated now? What is this now? The water is destroyed. Boah, ist schon ganz schön tief geworden hier, ne? Krass. Krass, krass, krass. Was freue ich mich, wenn wir die ersten Fische und sowas haben, ne? Ersten Fische, ein paar Bäume. Oh, freue ich mich drauf. Voll geil. Aber es ist sehr tief hier. Ist schon cool. Schon cool. Man vergisst sehr schnell seinen Sauerstoff hier. Das kann sehr schnell passieren. Ich weiß, das passiert manchen in den Kommentaren, passiert das nicht. Weil sie ja nicht so dumm sind wie Tobi und das vergessen. Ich weiß, ich weiß. Bei diesen Leuten habe ich manchmal einfach das Gefühl, die genießen ein Spiel gar nicht. Die spielen ein Game einfach nur wegen dem Progress und weil sie sagen wollen, oh, ich habe es durchgespielt, geil. Ich habe alles perfektioniert, ich habe alles gemaxt, ich habe alles... geil. Der typische Souls-like-Spieler. Du hast Elden Ring durchgespielt? Oh, cool. Ach, du hast den Geist benutzt. Och, bist du schlecht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, pass auf. Ja, da unten wird's grüner. Guck mal. Also entweder ist da unten alles Uran verseucht oder da unten wird's wirklich grüner. Eins, zwei, drei. Ich glaub, wir machen einen Iridiumstab. Let's go. Zack, zack, zack. Das war falsch. Oh. Und dann haben wir Uran. Auch schön. Haben wir auch wieder ein bisschen was. Das ist sehr angenehm. Okay, lass uns noch mal ganz kurz da unten gucken. Ich weiß, dass da unten auch noch ein bisschen was hingefallen ist. Nee, guck mal, das wird grüner da vorne auch. Oh mein Gott. Die Bemoosung setzt ein. Wow. Geil. Geil, geil, geil. Hier ist es bald nicht mehr so trostlos. Sondern hier sieht es bald richtig, richtig hübsch aus. Boah, wow, voll geil. Ich feier das. Ich feier das. Voll nice. Was freue ich mich, wenn das hier fertig ist. Boah, das sieht bestimmt... auch mit dem Wasser und so, das sieht bestimmt voll schön aus. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Freue ich mich drauf. Hier oben fängt es noch nicht so wirklich an zu grünen, tatsächlich. Ah, wobei doch da hinten habe ich so... ja, wobei das könnte doch einfach nur heller Sand sein. Aber hier unten zumindest. Oh ja, aber ordentlich, guck mal. Geil, wie sieht's denn hier aus? Oh, okay, wir machen gut Progress. Wir sind bei 50% fast. Ich glaube, das sind die Raketen, die wir hochgejallert haben. Ach ja, eins, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen kurz einmal Inventar leer machen. 9 und dann können wir uns einen neuen Iridium Stop machen. Perfekten. Zack, haben wir wieder ein bisschen Platz und dann können wir Silizium... wobei, lass uns mal Aluminium dazu nehmen. Und dann können wir doch... Titan fehlt. Nein! Oh Gott! Was habe ich getan? Nice. Perfekt. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar von brauchen. Was soll ich jetzt noch machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich hab's vergessen. Ein Kürbis essen. Ich wollte irgendwas machen. Ich hab's verpeilt. Wir könnten in die Nachrichten theoretisch nochmal reingucken. Was haben wir denn hier? Verschlüsselt. Verschlüsselt. Verwende Erzextraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen, ihre Herstellung von anzukurbeln. Verschlüsselt. Okay. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehrere Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis weiter oben... okay, das hatten wir schon. Hier haben wir noch Nachrichten. Heute war die Einweihung... das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen, ne? Okay. Ja, easy. Ja, Raketen sind wichtig.
das haben wir ja mittlerweile auch gelernt. Das passt. Ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Mir ging es nur in den Kommentaren ein bisschen auf den Sender. Wir könnten theoretisch gesehen noch eine Rakete bauen. Die Frage ist natürlich, welche nehmen wir? Wo hätten wir dann am meisten Need dafür? Sauerstoff? Luftdruck könnte man natürlich angehen, theoretisch. Wir könnten aber auch... Ich meine, Wärme wäre sicherlich nicht verkehrt. Gasextraktor wäre auch nicht verkehrt, weil dadurch würden wir wahrscheinlich irgendwann genügend Dingens bekommen. Ja, wobei Sauerstoff mit der Heizung natürlich auch nice wäre, ne? Oh, den Bohrer bekommen wir bald. Den Bohrer bekommen wir bald... Gut. Das ist unsere Aufgabe. Neue Heizung. Let's go. Stufe 4 können wir bauen mittlerweile. Dreimal Superlegierung, einmal Schwarzpulver und zweimal Iridiumstab. Wir brauchen sehr viel Superlegierung. Okay, das erste, was wir machen jetzt erstmal richtig fett Superlegierung. That's the first thing to do. 5. 1, 2, 3, dann haben wir 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden sehr viel Superlegierung brauchen. Holy shit. Okay, okay, okay. Pass auf. Machen wir das gleiche nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4. Haben wir noch einen Titan hier hinten? Oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. War eins zu viel. 1, 2. Haben wir noch Silizium? Jo. Geil. Ja, Magnesium. Oh, Eisen wird auch. Eisen wird eng. Eisen wird langsam eng. Also, da reicht noch 4, weil wir können eh nicht mehr machen. Das bedeutet aber auch, wir müssten mal schauen, ob wir irgendwo Titan herbekommen. Titan ist tatsächlich am wenigsten bei uns. Was ist Diesel? Pass mal auf, dann machen wir das mal folgendermaßen. Ich packe das, das Alu wieder hier rein, das Eisen wieder hier rein, das Magnesium wieder hier rein, das Silizium wieder hier rein. Und dann gehen wir mal ganz kurz schauen. Lassen wir mal kurz die Extraktoren hier unten emptyen. Wir können natürlich die alten Heizungen abbauen. Machen wir natürlich auch. Und dann die Stufe 4 Heizung bauen. Da bekommen wir auch nochmal ein paar Mats zurück. Titan nehmen wir mit. Titan nehmen wir mit. Titan nehmen wir mit. Und dann nehmen wir alles mit, was wir können. Zack. Ja, wir müssen auf jeden Fall die alten Heizungen abbauen. Das können wir sogar tun. Haben wir Wasser dabei? Nö. Da kriegen wir auch noch ein paar Sachen zurück. Das ist, glaube ich, ganz nice. Und dann können wir die neue Heizung bauen. Und bis wir die Heizungen fertig haben, haben wir auch schon die neuen Bohrer. Das heißt, wir können die alten Bohrer dann auch abbauen und die neuen dafür hinbauen. Wir müssen nur gerade mal gucken. Ich weiß nicht. Die Heizung... Ist die... Die ist besser wahrscheinlich, ne? Klar. 538 die Sekunde. Die hat 28 gehabt. Holy shit. Oh, kostet aber auch 51 Energie. Okay. Und zwei Iridiumstäbe, aber das ist nicht das Problem. Die Iridiumstäbe sind nicht das Problem. Aber wir haben kein Magnesium. Okay, dann sortiere ich erstmal ein. Ich sortiere erstmal ein. Dann können wir nochmal runtergehen, das andere Ding auch noch leer machen, den Rest. Und dann haben wir hier schon mal ein bisschen was gesammelt. Und können uns dann ein paar schöne, tolle, neue Superlegierungen machen. Und dann müssen wir mal bei Gelegenheit gucken, was wir für Schwarzpulver brauchen. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Was wir für Schwarzpulver benötigen. So, ich sammle das erstmal. Ich sammle das erstmal. Ich sammle das alles mal. Und dann gehen wir wieder hoch. Ach, guck mal da oben. Aha, haben wir noch Platz? Jo, das ist ja wohl frech. Klebt das einfach da oben an der Wand. Wo kommen wir denn da hin? Oh, kommen wir da hoch? Ah, yo, easy.
check dir das mal aus hier. Klebt hier noch mehr irgendwo Uran oder so? Es wird halt wirklich grün hier, ne? Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Mein Gott, ist das cool. Ist das geil. Ist das geil. Ah, guck mal hier. Ja, cool. Cool. Aber wie viel auch, hä? Ich glaube, hier ist zweimal was hingeflogen. Ist ja frech. Ah, ich glaube, wir haben hier vorne... Ah, wir haben keinen Platz mehr. Aber hier liegt noch Iridium. Wir müssen nochmal hierher zurückkommen dann. Oh, hier wachsen die Algen, guck mal. Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal dahin zurückkommen. Da liegen noch ein bisschen Iridiums davon. Wahrscheinlich liegt da hinten auch noch irgendwo was. Könnt schon mal gut vorstellen. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rangehen. Ja, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Die Welt im Wandel. Oder der Planet im Wandel, besser gesagt. Pass auf. Einmal Iridium. Ach ja. Warte, wir machen Stäble. Perfekt. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein! Boah. Ich hab's vergessen. Junge. Hör auf damit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, Junge, Junge. Mach doch nicht so ein Shit. Okay, Magnesium haben wir hier noch. Wir haben hier nochmal Aluminium und ein bisschen Titan. Und ein bisschen Silizium. Perfekt. Okay, haben wir gut leergeräumt. Wir gönnen uns noch einen Kürbis. Zack. Und dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz das Iridium da vorne holen und bedanke mich dann jetzt schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Guck dir mal die Blümsche an, die hier so schön wachsen. Ha, ist das schön. Wir werden die nächsten 1 bis 2 Folgen, wir werden bald den neuen Bohrer freischalten. Das heißt, da müssen wir dann auch erstmal rangehen. Das heißt, wir werden die nächsten ein... LOL. Wir werden die nächsten 1 bis 2 Folgen wahrscheinlich damit verbringen. Oder wahrscheinlich, also zumindest die nächste Folge werden wir damit verbringen. Den ganzen Stuff zu upgraden. Das heißt, wir bauen alle Stufe 2 und 3 Bohrer, alle Stufe 2 und 3 Heizungen. Wobei 2 haben wir, glaube ich, schon gar nicht mehr. Bauen wir ab und bauen dafür 2 bis 3 oder 4 von den Stufe 4 Dingern. Das wird zur Folge haben, dass wir wahrscheinlich dann auch noch ein neues Kernkraftwerk brauchen. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Mats brauchen. Das wird sich ein bisschen hinziehen, aber wird sich lohnen, glaube ich. Und das machen wir dann, ne? Aber nicht in dieser Folge, das machen wir dann ab morgen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Eine weitere Rundchen von Let's Play Planet Crafter. Macht's gut, bis dahin. Und, flump, haut rein!